Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir stehen hier vor dem Saloon und wir werden auch gleich mit dem Barkeeper hier sprechen. Barkeeper. Denn wir haben seinen Auftrag erfüllt und haben den Gästen ihre Getränke serviert. Der nervt da, der Kerl. Ausverkauft. Tickets für die Abendvorstellungen sind noch erhältlich. Hast du mit ihnen gesprochen? Mitspielen. Sie sind alle tot. Nicht so richtig. Na, mitspielen. Ach ja. Owen, Trixie und Hank haben mir vom kalifornischen Goldrausch erzählt. Unterhaltsam und lehrreich. Na, das hört man doch gern. Gut gemacht, Partner. Hier ist mein Teil der Tresorkombination. Und... hey, Sie haben etwas verloren. Dann Luca kommen Cola Sie ins Büro am Haupteingang. Dort erhalten Sie die Sachen in Zahlung einer kleinen Gebühr. Dankeschön. Gefäsch. Und jetzt, ja, denn das mit dem Viech, Pferd, keine Ahnung, was das sein wird, soll. Ich hätte auch versuchen sollen, das zu überspringen. Ja, jetzt müssen wir hier irgendein Viech oder irgendeinen Roboter finden. Der entlaufen ist und bei Nuka-Cola-Ständen, Getränkeständen irgendwo zu finden sein soll. Ich bin mal gespannt. Also hier war er mal, oder es war hier nicht. Ja. Oh, was haben wir denn da? Kronkorkenvorrat. Hohoho. Naja. Ich werde auch gleich mal meine Waffe wieder ziehen. Nachgeladen ist sie. Das ist schön. Das ist gut. Klohäuschen haben wir auch hier. Für die große Not und die kleine können wir dann gleich mal... ne? Ja, huhu, Pferdchen. Wo du sein? Ich denke mal, es ist ein Pferd. Oder Schaf. Oder... keine Ahnung. Das finde ich niemals an, glaube ich. Nie. Und ich muss es aber jetzt finden, weil ich ja so schlau bin. Ja. Damit wir den dritten Code bekommen. Ja. Also ich glaube, du bist nett. Boah, das war schön. Das war schön geschossen. Huch, Entschuldigung. Der schönste Schuss heute. Und jetzt bin ich wieder da, ne? Na, so wird das nix. Dahin geht's wahrscheinlich nicht weiter, ne? Von da soll man eigentlich auch kommen. Ich will nochmal mit dem Kerl reden. Vielleicht kann ich es noch überspringen. Das wäre mir ganz besonders lieb. Hallo? Schau bei allen Nuka-Cola-Erfrischungsständen nach. Die Gidea Buttercups müssten sich dort irgendwo verstecken. Scheiße. GTA Buttercups. Puh. Ja. 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 GTA Buttercups. Keine Ahnung, was das sein soll. Bestimmt ist das ja auch nicht der letzte Nuka-Cola-Stand. Da gibt es fix noch mehr. Buttercup, Buttercups, Buttercups, Buttercups. Oh, der hat auch noch einen Becher. Danke. Du hättest ihn aber schon voll machen können. Keine Gentlemans mehr, eklig nicht. Keine Gentlemans. Was ist denn das? Das ist wirklich ein Buttercup. Oh, haben wir schon mal einen. Warum im Müllkübel drin? Es sind wirklich Pferdchens. Es sind tatsächlich Pferdchens. Und wenn er schon von der Mehrzahl spricht, dann gibt es wahrscheinlich auch mehr von diesen Viechern. Magst du Antiquitäten, Boss? Ja. Mach ich. Büble. Hm. Aha, freilich. Hier sind auf dem Scheißhaus, Entschuldigung, auf dem Klo sind natürlich Munitionskisten. Ha! Da hat wohl dann jemand scharf, ne? Geschossen.
Ja, eine Nuka-Cola und eine Dings-Karte ist ganz klar. Falls es mal eine längere Sitzung wird, dass man sich da auch unterhalten kann. Ja. Gnädigste. Danke. Howdy. Ja, howdy. Ich hoffe, dass das mit dem einen genug ist. Ich finde da jetzt gerade nur einen. Wahrscheinlich sind es, keine Ahnung, zwei, drei. Better Cups. Ich bringe das eine Mal zurück. Wenn ich jetzt großes Pech habe, sind es tatsächlich mehr. Und ich habe keinen Plan, wo man die herkriegen würde. Ah, da, schau, da ist einer. Ja. Na? Hallo. Haben wir schon zwei? Super. Wahrscheinlich bin ich schon längst bei einem dritten vorbeigelaufen. So richtig schön husch vorbei. Da herum ist nichts. Ach, ich bin so doof, ey. Naja, was soll er machen? Wer weiß, ob es überhaupt hingehauen hätte. Hätte. Reservieren Sie sich jetzt Ticket und seien die Erste. Aber das eine Viech war jetzt nicht unbedingt bei einem Nuka-Cola-Stand, ne? Hier drin vielleicht, da gibt's Heu. Was? Habe ich die nicht aufgesammelt? Warum das? Mir kam vor. Ach so. Natürlich, ich habe die ja zum Servieren hingestellt. Ich bin ein Depp. Entschuldigung. Servus. Danke. Du bist so nett. Du bist so unfassbar nett. Wirklich. Was ist denn das für ein Anzug? Schaust dir aus wie ein Rindsviech. Ja, Rindsleder. Toll. Hallo, kleine Pferdchens. Huhu, wo seid ihr? Ich habe erst zwei. Alle guten Dinge sind immer drei. Ja. Hallo, Pferdchen. Nix Pferdchen. Vielleicht sind es ja wirklich nur zwei. Huch, Trigger Gage. Gage. Ja. Ha? Du bist noch nicht ausgezogen. Das geht ja gar nicht. So schön. La 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 la. La 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 la. Ich glaube, da war ich ja schon, ne? Ja, ich bringe die jetzt mal zurück, die zwei kleinen Pferdchens. Und wenn wir mal Glück haben, sind das auch schon alle. Wahrscheinlich nicht. Dann muss ich eben nochmal die Runde machen und die Äuglein nochmal genauer aufschlagen und dann hoffen, dass ich alle finden tue. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die ersten 10 Besucher der Barry der Bär Show einen Plüschberry geschenkt bekommen. Ja. Die ersten 10 nämlich. Die ersten 10 Besucher. Von 10 Besuchern kann man auch gut leben, oder wie, ne? Aber das reicht ja eh schon, ne? Weil, sobald irgendwas gratis ist, sind die Leute eh schon wie die Geier. Ich will haben. Da ist auch eins. Ja, hallo. Ja, komm nur mit, Pferdchen. Da haben wir schon ausgeraubt. Da waren wir schon brav. Ganz brav. Ich denke, 3, hm? Ich hoffe, dass es nur 3 sind. Es müssen gar nicht mehr sein. Wahrscheinlich sind es, ich fürchte, 5, ne? Da ist ja noch eins. Huch, na, das ist keins. Entschuldigung. Das Licht hat gerade so, so reflektiert, dass es aussah, als wenn es auch so ein kleines Pferdchen wäre. Pferdchen, wo du sein. Pferdchen, du bist mein. La la la. Hallo? Nix da. Was? Fusionskern schon wieder weg. Wahrscheinlich werde ich bald keine mehr haben. Und dann schaue ich mir wahrscheinlich an. Ta. Willkommen in Drive Rock Guides, wo es
sehr was. Da kommt ja mein Lieblingsdeputy. Oh. Du Schleimer. Ist hier etwa noch ein Pferdchen? Pferdchen. Nix Pferdchen. Jo, vier Hammer. Iha! Vier Pferdchen haben wir. Ob vier Pferdchen jetzt wirklich alles sind und ob wir wirklich richtig stehen, sehen wir, wenn das Licht angeht. Aha. Na. Ich hoffe sehr, dass das alles sind. Ich schau mal. Probieren wir unser Glück. Vier Stück Hammer. Ich hoffe nicht, dass es fünf sind. Da schau mal, was wir hier haben. Ja, in die Pferd stellen. Gut, Hilfsmittelchen, Schrott, ja. diverses. Sind die hier drin? Wohl eher nicht, ne? Eher... Ja, Kleidungssicherheit, Schrott wahrscheinlich. Auch nicht wirklich. Munition, sicher nicht. Mods. Na, warum sollen die bei den Mods drin sein? Diverses, das ist ja auch kein... Achso, das ist ja anders geschrieben gewesen, ne? J, irgendwie... Irgendwas mit G, ne? Da sind sie. Drei haben wir erst. Wieso täte ich vier? Mit R ablegen. Einmal, zweimal und dreimal. Müsste das wirklich nicht mal? Danke! Yeah! Wir haben sie alle. Wir haben sie alle. Ja, alle Pokémons haben wir gesammelt. Falsch, Pferdchens. Aber sind schon niedlich, oder? So kleine Pferdchens. Gut, das bedeutet, wir dürfen in die Jo, gern. Kein Problem. Mine. Ja. Kann ich mich hinborden? Minenwagen, das müsste dann hier sein, ne? Minenwagen und dann, ich hoffe halt. Oder ist es drüben? Na, beim Theater ist es nicht, ne? Oder doch? Aber nein, aber doch, aber nein, aber doch. Na, hier war doch bei den Minendings, war doch eine Tür, eine rote. Die ging nicht auf ohne den Code, ne? Ja. Wahrscheinlich müssen wir den Code auch noch vorher lesen tun. Oder es geht automatisch, werden wir gleich sehen. Da geh jetzt rein. Bekomme ich nicht auf. Reservieren Sie sich jetzt Tickets und seien Sie der Erste in unserer wütenden Anaconda-Achterbahn, die bald im Safari-Adventure eröffnet wird. Ich bin ein Trottel. Ich weiß schon. Zuerst, beim Theater war da irgendwas, ne? Es hat geheißen, beim Theater gibt es einen Schlüssel. Doch für den, um den Schlüssel zu kriegen, brauche ich ja diesen Code, diesen dreistelligen, ne? Das war ja so gemeint. Hoffe ich. War das nicht so irgendwie? Ach, verflixt. Zur Not muss ich da nochmal nachlesen. Naja, warum drohe ich da nur und mach's nicht gerade? Die große Tour. Das ist das. Geteiltes Haus. Da, ich habe die Kombination für den Safe. Jetzt muss ich nur noch ihn öffnen und den Schlüssel zu Matt Mulligans Mine, Mine herausholen. Mine. ja. Nur wo war dieser blöde Safe? Verflixt. Ah. Ja. Perfekt. Läuft schon richtig. Passt schon. Hab mich richtig erinnert. Kommt selten vor, aber es kommt vor. Mua. Brav. Gut, da ist sonst nichts, ne? Na, nix. Schön. Wie schön. Jetzt können wir uns wieder porten. Und zwar dahin porten. Und dann können wir da reingehen. Uns umschauen, ob was Böses ist. Aber es ist schon mal recht angenehm. Es sind kaum Dungeons hier, ne?
sind wir mal ein bisschen schneller als bei dem ersten Park. Und dann können wir vielleicht heute schon so weit voranschreiten, dass wir auch hier diesen Vergnügungspark-Teil hier, also diesen Wilden Westen hier abschließen dürfen können. Und im nächsten Part dann vielleicht den dritten Park schon anschauen können. Das wäre mir ganz lieb. Ja. Und da geht sie auf die Tür. Yay. Servus, Licht? Ja. Wer will mich hier erschießen? Das war keine Frage an euch. Nein. Hier im Spiel, ja? Dass man das nicht gleich mal da ne, klarstellt. Hallo, Gnädigste. Ich bediene mich hier gleich mal. Von der anderen Seite festgekettet. Ist logisch. Schweinerei. Schweinerei. So, da haben wir eine Nuka-Cola-World-Flasche-Dings. Nuka-Cola-Flasche, soll ich sagen. Wild war es, glaube ich. Nicht World, sondern Wild. Ja, das schaut super aus hier. Eine Mine. Wirklich eine Mine. Hoffentlich stürzt die nicht ein. Kann ich da was mitgehen lassen? Ja, ein Spüllappen. Alte Dosen. Eine Bierflasche. Bisschen Munition. War da gerade ein Revolver dabei? Cool. Noch eine Töse. Eine Töse, Tose. Tose, Töse, Töse. Da war ein Revolver dabei. Ho, ho, ho. Was haben wir da? Ich habe immer das Gefühl, mir wird gleich was anfallen. Und hier? Ah. Oh, Steampacks. Yeah, yeah, yeah. Es ist so ruhig. Das ist so fast... fast ungut, wenn es so ruhig ist. Echt. Yes. Noch eine Buffen. Noch eine Buffen. Und ein Werkzeugkasten. Ja, ja, ja. Nein. Nein. Jetzt vielleicht? Ja. Wie schön. Wie schön. Du sagst es, meine Gnädigste. Ja. Und... da ist noch was. Schau, fast übersehen. Pfui. Böse Zocki. So. Gut, das hätten wir. Das haben wir. Da ist ein bisschen Wasser. Cool, mit Wasserfall und so ein bisschen halt. Echt? Na toll. Gottes Willen. Gottes Willen. Was? Wo? Wo? Hin. Alles hin. Okay. Ist ja ekelhaft. Ich geht. Ist ja ekelhaft. Pfui, Teufel. Das war die einzige gut erhaltene Kuh. Und dann kommt sowas raus, ne? Bitte stell dir das mal vor, ne? Solche ekelhaften Würmer leben in dir drin. Ja? Mir wird gerade schlecht bei dem Gedanken. Wachsen. Und irgendwann legst du dich schlafen. Und dann, wenn du aufwachst... naja, du wachst halt nicht mehr auf, weil... puff, ne? Eine Angel. Wie willst du denn da angeln? Bei dem Pipi-Wasser. Ja. Der muss sich übergeben. Alles klar. Was haben wir da? Die Würmer. Ein Schlafsack. Ja, jetzt haben wir unseren lieben Dingens nicht mit. Aber wir könnten theoretisch, wenn es geht, trotzdem mal schlafen, uns legen. Wir müssen hier eh noch weiter. Wenn Feinde in der Nähe sind, ja, dann leg mich doch am Arsch. Entschuldigung, ist ja wahr. Ich wollte nur diesen, gut ausgeruht, ich glaube, so heißt es, oder gut geschlafen, irgendwie so. Kriegen die Leute mit, dass du es ernst meinst. Ja, Buff mitnehmen, weil, dann kriegen wir mehr Erfahrungspünktchen, aber, nein, das wollen die ja nicht. Nein, nein, wahrscheinlich muss ich daher erstmal, nach Licht wäre nicht schlecht. Muss ich erstmal sauber machen hier. Alles vor Feinden schützen. Da ist noch eine Treppe. Aha. Und dann, aber dann. Wir sind nicht allein. Was? Hast du was entdeckt jetzt, oder wie? Hallo, 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 hallo? Ich glaube, wir sind fürs Erste sicher. Ja, wie jetzt? Sind wir jetzt nicht allein oder sind wir jetzt sicher?
Jedenfalls laut dem, dass ich nicht schlafen gehen darf, müssen hier irgendwo Viecher sein. Also komm mit, Gage. Bei Fuß. Ja, da hinten hüpft schon ein Würmchen rum, lauter Freude. Ba, 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 eine Wurmkönigin. Das ist nicht schön. Nix schön. Ups, Entschuldigung. Eine Wurmkönigin. Nix schön, das ist. Bist hin? Ja. Abgeschlossen. Erstattet dem Sheriff Bericht. Ah, ja. Dann toll. Aha. Ja, ja. Das habe ich mir schon gedacht, dass da auch wieder so ein ekelhafter Scheißwurm ist. Ja, komm. Und der Gage. Yeah, voll in die Gosch. Ha, ha. Huch, na, so. Da kommt sicher auch ein Viech. Ja, ja, das schaut nämlich schon danach aus. Ja, ja, komm her. Du auch? Ja, gern. Schau, her mit den Pünktchen. Wir brauchen es eh. Was, da looten? Ich will dich da looten. Ich will dich looten. Gib her dein Fleisch. La, la, la. Da ist sicher auch... Da ist sicher auch eins. Boof. Platsch, platsch. Da. Boah, das geht echt gut. Oh. Ich habe vorher nämlich, also bevor ich die Aufnahme gestartet habe, ja, habe ich ein bisschen Zielwasser getrunken. Das scheint echt was zu werden. Also echt zu helfen auch. Ja, man möge es nicht glauben, aber ich bin der lebende Beweis dafür. Ja, dass das hinhaut. Da eh wieder Feinde in der Nähe sind, lege ich mich gar nicht erstmal hin. Nein, ich zicke da jetzt, ja. Ich sage ja, da unten sind haufenweise Rindviecher. Da sind sicher noch ein Haufen Würmchen. Da kommt zur Platz, du grausliches. Meine Lage ging. Ja, Gott sei Dank. Muha. Na komm mal her. Plätsch, plätsch. Kackwurm. Noch ein Kackwurm? Na. Doch, da. Halt, Kackwurm. Das hin. Eine Haarbürste. Wieso braucht... Ja. Aber weil so ist. Aha. Weil es eben so ist. Die brauchen das, weil es so ist. Ganz einfach. So, wen hat es da hinten zerlegt? Auch so ein Kackwurm? Ah, der lebt ja noch. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt ist er hin. Ich sollte vielleicht mal was schnabulieren. Mahlzeit. So. Ach so, da drüben wäre es rausgegangen, oder wie? Oder wie, oder was, oder was, oder wie? Dab, 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 dab. So, die bleiben los. Das sind immer die Letzten, ne, die mitfahren. Die bleiben einfach stur sitzen und fahren einfach mit, bis es nicht mehr geht. Katschanga. Hallo. Gibt es hier irgendwas für uns da unten? Na. Gefahr. Warum Gefahr, bitteschön? Von was denn? Sam Teller. Aha. Also die dürfte erst vor kurzem verstorben sein. Die liegt hier sicher noch keine 200 Jahre rum. Die ist einfach zu gut erhalten dafür. Jawohl. Cool. Her damit. Ein Löscher. Ah! Jawohl. Würmchen, Würmchen. Ein Wurm, zwei Wurm, drei Wurm. Vier Wurm. Ausgewurmt. Und fünf Wurm. Ja. Ich weiß, Wurmlarven, aber es ist ein Wurm. Er schaut aus wie ein Wurm. Für mich ist es ein Wurm. Ich weiß für euch nicht. Ja, wahrscheinlich ist es. Ja, Wurm. Wie es da ausschaut. Reinigungsdienst. Da ist noch mehr Wurm. Da ist Wurm. Böser Wurm. Böser Wurm. Böser Wurm. Ja. Da, böser Wurm. Ihr geht. So, da ist noch eine Schaufel.
Na, du sollst eigentlich aufheben, aber kannst du nachladen. Ist wurscht. Was ist das? Nuka-Cola Lunchbox. Tada! Eine Nuka-Cola Cherry. Cherry, Cherry. Cherry, Cherry. Lala. Wasser trinken? Warum nicht? Ha, erfrischend. Wenn du ein ganzes Rudel Maulwurfsratten am Arsch hast, kannst du echt Probleme kriegen. Ah, einfach draufballern, geht schon. Da, Rick Braxton, Servus. Ich erleichtere dich da mal kurz, ne? Ich bin mir rechts hier. Wasser. Ich bin mir nämlich recht sicher, dass du das nicht mehr brauchen wirst. So, hallo. Ah, da sind wir jetzt. Okay. Okay. Staubwedel, ganz wichtig. Ja. Ah. Da hinten gehört nämlich es sauber gemacht. Ein Staubwedel. Ja. Ein Staub für den von den Wedel. Was haben wir da? Eigentum der Nuka-Cola Corporation. Matt Mulligans. Souvenirladen. Dieses Terminal ist nur für Mitarbeiter. Inventar. Ja, okay. Das ganze Zeugs. Jawohl. Dienstplanankündigung. Wieder scheiße wahrscheinlich. In diesem Jahr können Sie sich an Halloween nicht freinehmen. Es wird erwartet, dass alle Mitarbeiter für mindestens eine Schicht am Tag zur Verfügung stehen. Zur Erinnerung, es wird eine zusätzliche Mitternachtsschicht, boah ist das gemein, im Dienstplan eingeführt. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese um Mitternacht nach Hause gehen kann. Ja, natürlich, das haben wir schon gelesen. Das bedeutet, dass wir um Mitternacht schließen. Die Schließer müssen bis längstens 2 Uhr bleiben. Längstens, ja. Ja. Sams Aufzeichnungen, Eintrag 1. In Nuka-Town wimmelt es von Raidern. Terry dachte, Tri-Rock Gulch wäre die beste Wahl. Also verkrochen wir uns im Minenwagen-Fahrgeschäft. Bisher ist hier keine Verstärkung aufgetaucht. Ich hoffe, die Jungs, die zur Galactic Zone gelaufen sind, sind besser dran. Na, sind sie nicht. Definitiv nicht. ja, das war ein Selbstmordkommando. Wir können es uns nicht leisten, uns noch länger rauszuhalten. Ich höre die Schreie der armen Teufel, die es nicht geschafft haben. Coulters, Raiders sind nicht mehr weit weg. Wir müssen tiefer in die Mine vordringen. Ricky ist dagegen. Er behauptet, in der Dunkelheit irgendetwas zu hören, aber wir müssen das Risiko eingehen. Wenn wir hier draußen bleiben, sind wir tot. Da drin haben wir vielleicht eine Chance. Nein, schaut nicht aus. Schaut nicht danach aus. Ja. Dann schauen wir nochmal. Lass mich da durch. Ja, danke. Das nehmen wir gerne mit. Das nehmen wir gerne mit. Was tun eigentlich Patronen, ja? In einer Registrierkasse. Wilder Westen ist klar, ist logisch, aber leicht übertrieben, Fragezeichen. Der ist hin. Die Kessel, boah, die sind schön. Ein GKD-Kessel. Okay. Hier haben wir auch noch was. Kristalldekander. Okay. Und Haarklammerbox. Gerne. Nehmen wir gerne mit. So, das ketten wir mal auf. Was ist da? Ein Einkaufskorb. Den hätte ich fast übersehen. So. Ah, du sitzt da mal, ne? Tür öffnen. Machen wir zuerst hier. Ja, das ist ja echt schon eigentlich eine Goldgrube. Also hier möchte ich dann, wenn es passt, gerne die Unternehmer herstopfen. Da gibt es viele Registrierkassen und Häuschen und nur diesen einen Dungeon hier. Also ich finde, für Unternehmer passt das hier recht gut, wenn es so klappt, wie ich es gerne möchte. Das wäre echt. Also mir würde es gefallen. Mir würde es gefallen tun, lalila. Mir würde es gefallen, lalala. Ah, ein Klohäuschen. Na bitte, sind die alle prima ausgestattet hier. Riecht ein bisschen streng, aber geht gut. Ja, passt. Fertig sind wir.
Schön. Hier noch was? Jo, danke. Was? Das haben wir hier auch schon geschafft. Gott sei Dank. Ich habe mein... Naja, Versprechen will ich nicht sagen, aber ich konnte das einhalten, was ich mir vorgenommen habe. Selten kommt das vor. Aber wir haben hier scheinbar den Park sauber. Ja. Jetzt müssen wir nur noch den Sheriff Bericht erstatten. Der war ja dort drüben beim Eingang. Und da werde ich mich gleich zum Theater hinbohren. Das müsste der sein. Und dann passt das schon. Ah, Entschuldigung, musste kurz niesen. Erleben Sie mit unserer Show im Sternenhimmel das Leben es auch noch. Fernab der Erde. Ja, ich bin auch gleich fernab der Erde. Von Botec. Ja, tschüss. Und dann werden wir gleich zum nächsten Park raufstiefeln. Jo. Dann haben wir ja schon bald mal die Hälfte geschafft. Ist ja nicht schlecht. Galactic Zone, genau. Dort mehr Chancen. Ich glaube, ich spinne. Zum Schief und Krummlachen. Mhm. Von wegen. Da müsste er sein, glaube ich, der Herr von und zu Sheriff. Hallo. Gab es Raufereien mit bösen Banditen? Ja, die haben wir alle weggeschossen. Kannst du mal damit aufhören? Mitspielen. Hab die Blutwürmer beseitigt. Es wird Zeit, euch alle umzubringen. Was? Hör auf. Na, mitspielen. Du hast nicht so viel versprochen, Sheriff. War lustiger, als im Heu rumzutoben. Wunderbar. Teil das bitte auch der Nuka-Cola Corporation mit, wenn du den Umfragebogen per Post erhältst. Hier, nimm ein paar Kronkorken als Souvenir. Mit Empfehlung des Nuka-Cola Hausmeisterdienstes. Du und deine Freunde, ihr seid in Dry Rock Gulch jederzeit willkommen. Ich finde das so niedlich. So, perfekt. Park Nummer 2 erledigt. So, jetzt kommen wir zu Park Nummer 3. Das hier gehört zu Mine, ne? Also da dazu, Mine. Also hierhin. Wie gesagt, zuweisen tun wir später, würde ich sagen. Das heißt, hier außen rumlaufen. Gut, dann machen wir das auch gleich. Chap, 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 chap. Chap, 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 chap. Also hier rüber. Laufen, laufen. Eine Blume. Eine hübsche Blume. Eine Blume nur für dich. Eine Blume und für mich. Ja, ja, ja. Hübsche, schöne Blume. Hallo. Was haben wir hier? Klohäuschens. Man kann nie genug Klohäuschen haben. Das ist ja voll praktisch, ne? Klo und gleich eine Kochstation dabei. Wunderbar. Schmutziges Wasser. Ich will gar nicht wissen, also wenn du schmutziges Wasser auf Klo findest, ja, will ich gar nicht wissen, woher das kommt. Ja. Naja. Haben wir das auch gefunden. Zum Glück wird es ja eh abgekocht. So schlau sind sie zum Glück. So schlau sind sie zum Glück, dass es abgekocht wird. Dann sind die Bakterien schon mal, ja, abgestorben und man kann das eigentlich recht gut benutzen, ohne dass man sich dann, ja, übergeben muss. Oder Durchfall kriegt oder was weiß ich was alles. Ja, was haben wir denn hier? Fleisch und Bohnen. Das passt super. Das heißt, das geht gleich durch oder was? Also, kaum gegessen, ist schon wieder zum Sitzung machen. Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Mickey Maus? Hört sich gerade an wie Mickey Maus. Gut. Da hinten ist auch ein schönes Schloss. Schaut aus wie bei Disney. Walt Disney. Gut. Ja. Hier einfach weiter um das Gebäude rum. Alles gleich. Ich muss mal glubschen. Also hier weiter um das Gebäude rum. Da hinten dann irgendwo wahrscheinlich. Ich
war gerade am Überlegen, ob ich hätte sollen da drüben alles anschauen, ausrauben, etc. Nee. Nee. Hier sind sicher wieder Viecher. Das schaut schon wieder so viecherlastig aus. Ich glaube, da hinten habe ich eine Ameise fliegen sehen. Oder auch nicht. Muss ja nicht sein, dass da unbedingt was ist. Servus. Haben wir hier was drin? Man kann wohl alles verwenden, aber das? Ich Sicher. Weiß nicht, Boss. Ah, komm. Freilich. So. Das passt schon so. Ich Depp hätte mich raufbohren können. Dann hätte man nicht so weit laufen brauchen. Ja, ja, da komme ich erst später drauf. Ja, ja. So ist das Ding ins Lauf. Kra, 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 kri, kra, kra. Safari Adventure. Ah, hm. Schön. Echsenmenschen? Was? Würdest du bitte laufen, gnädigste? Die ist wahrscheinlich die Vorstufe von einem von einer Todeskralle. Tarzan! Oder na, Conan der Barbar! Warum redest du so von Affen großgezogen? Oh, lass uns Freunde sein. Keine Zeit dafür angreifen. Was na? Lass uns Freunde sein. Sito froh haben stark, Freund. Du töten Monster alleine. Monster stark, aber du mehr stark. Sito froh, du töten Monster. Monster Sito und Familie von Sito wehtun. Oh, so eine Schweine. Monster? Schlechtes Gefühl? Es kann dir nicht mehr wehtun. Du konntest es nicht. Na, es kann dir nicht mehr wehtun. Tja, jetzt kann es dir nicht mehr wehtun, Sito. Nein! Viele Monster mehr! Nicht aufhören! Sito töten Monster. Neues Monster kommen. Sito töten Monster wieder. Neues Monster kommen wieder. Monster nicht aufhören. Helfen Sito Monster stoppen. Woher kommen die Monster? Ich will eine Belohnung. Natürlich, geht auf die Nerven. Na, sicher helfen wir dir. Natürlich helfe ich dir. Sito froh, du helfen. Neuer Freund folgen, Sito. Sito dir zeigen Ding. Ding helfen. Töten Monster. Ja. Luca Wall möchte allen Gästen mitteilen, dass dann du laufen vor. Du mir zeigen, wo. Zugutekommt, die für uns in der Fremde kämpfen. Du mir zeigen, wo. Du müssen machen, laufen. Ey, und das hier ist wieder so ein Ort. Der Ort passt ja noch besser zum Rudel als alles andere. Die benehmen sich ja wie Viecher. Entschuldigung, ist ja so. Folgen Sie doch. Wenn du nicht laufen tust, ich kann ja auch nichts dafür. Renn halt. Laufen. 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 Hm. Nichts laufen. Was haben wir hier eigentlich? Ein Dungeon nehme ich an. Safari Adventure Empfangszentrum. Aha. Da drüben. Der Part ist ja auch gleich zu Ende. Sito und Nix wollen laufen mit uns. Sito immer sagen, er tut laufen, aber Sito nicht tun. Sito, böser Junge. Sito, böser Junge. Na schön. Was soll man machen? Eine Schüssel? Schön, jetzt können wir endlich Cornflakes essen. Mutierter Fahnen. Boah. Okay. Ja. La 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 la. Ha? 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 Irgendwas ist da gerade komisch.
Aber ich kann nichts anvisieren. Das ist gar nicht gut. Safari Park. Ich nehme mal an, mutierte Gorillas. Mutierte Löwen. Ich hab Angst. Haufenweise Postkärtchen, die nehmen wir gleich mal mit. Sito, kommst du mal? Freund. An alle Eltern, was auch immer, 14 Kinder auf Abholung, die Pfarrhaus. Ja, die sind alle gefressen worden. Können Sie am Eingang zum Kindergarten in Empfang nehmen? Die sind allesamt gefressen worden, da brauchst du nichts mehr abholen. Da ist schon der Zug abgefahren, das ist schon zu spät. Aha, da wird's raufgehen. Alter, das erinnert mich jetzt kleines bisschen, oh, nur kleines bisschen, an Resident Evil 4, dieser ekelhafte Garten, wo du das Gefühl hast, dass die jeden Moment irgendwas anspringen tut. Ich meine, dort hatte ich was angesprungen, also, ein ekelhafter Hund. Nehme ich dir nicht übel. Ah, sind wir schon soweit. Gut. Ah ja, der Part ist ja auch zu Ende. Na fein. Dann würde ich sagen, werden wir im nächsten Part versuchen, ob Sito doch noch Bock hätte, mit uns wohin zu marschieren. Ich werde auf jeden Fall mal unser Graffel wieder zu unserem Starlight Drive-In bringen. Na, warte mal, im nächsten Part. Wir sind ja ist schon der 100. Na, im nächsten Part wird gebaut. So schauen wir aus. Da tun wir ein bisschen bauen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Na, passt schon. Im nächsten Part tun wir bauen zu Ehren unseres 100. Parts und dann wird übermorgen hier weitergemacht. Fein. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!